Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Let's play, Ben. Entschuldige bitte, dass ich dir aus heiterem Himmel schreibe, aber ich müsste etwas Wichtiges mit dir besprechen. Könntest du bitte im Lebel-Büro in der Nähe der Place Rouge vorbeischauen? Das wäre auch schon alles. Bis bald! Ja, dann schauen wir mal im Lebel-Büro vorbei. Dort wurden wir gerade eingeladen. Kapitel 1, Lebel, der Detektiv. Ah. Den kennen wir aus Pokémon. Sag schon, Pokémon Platin. Ja. Ich nehme ein Taxi dorthin, weil ich nicht weiß, wo das Lebel-Büro ist. Oh, da muss ich einmal rum. Da ist der. Der Typ. Willkommen beim Illumina Taxi. Der Grundpreis für eine Fahrt beträgt 710 Poké-Dollar. Steigst du ein? 710 Poké-Dollar. Alles klar. Ein bisschen Abzocke, aber egal. Nehmen wir natürlich. Wo wollen wir hin? Da nicht, also. Lebel-Büro, da wollen wir hin. Ja, los geht's. Da wären wir, das Lebel-Büro. Mal sehen, das macht 3500 Poké-Dollar. Okay, ist ein bisschen Abzocker, aber gut. Rein da. Und da ist schon Lebel. Da bist du ja. Fall mir jetzt bitte nicht aus allen Wolken, Let's Play Ben, aber ich war so frei, ein paar Nachforschungen über dich anzustellen. Daher weiß ich, dass du der frisch gebackene Champ der Carlos-Region bist. Gratuliere! Ja, das ist... Da muss man kein Detektiv sein, um das herauszufinden. Aber gut. Und natürlich weiß ich auch, dass du unsere Welt von der Plage namens Tiefflair befreit hast. Ich sollte mich aber wohl erstmal vorstellen. Mein Deckname ist, mein Name ist Lebel. Ich bin ein irischer Mann mittleren Alters und der Detektiv in dieser Stadt. Aber ich sollte wohl langsam zur Sache kommen. Was, Let's Play Man? Ich werde dir sagen, warum ich Nachforschungen über dich angestellt und dich herbestellt habe. Du kannst doch gerne machen, kannst doch gerne Nachforschungen über mich betreiben, wenn es dir Spaß macht. Die Lumina City ist voller Sehenswürdigkeiten und wird von Touristen weltweit als Urlaubsziel geschätzt. Dementsprechend leben hier nicht nur sehr viele Menschen, es kommen noch weitere zu Besuch. Und wo es so viele Menschen gibt, gibt es auch Ärger. Das war für mich Anlass, eine Detektei zu gründen. Dieser Job ist nur für ganz Abgebrühte, das kann ich dir sagen. Selbst wenn man die Einsamkeit gut ab kann, gibt es hin und wieder Momente der Schwäche. Und da kommst du ins Spiel, Kindchen. Werde mein Assistent, nein, mein Partner. Wenn ein Champ wie du und ein Haudegen wie ich gemeinsam für Recht und Ordnung sorgen, dann wird Illumina City zu einem sicheren Pflaster. Was sagst du, Let's Play Ben? Wollen wir gemeinsam das Verbrechen hier bekämpfen? Ja gut, ich hätte jetzt nicht sonderlich Bock auf Verbrechensbekämpfung, weil ich bin jetzt eher daran, den Part abzubrechen und, also nicht den Part, sondern das, die Let's Play-Reihe zu beenden. Und ja, eine neue Let's Play-Reihe zu beginnen, also eigentlich nicht, aber schon ein bisschen verlockend. Also ich sag mal, ja,
So ist's recht, Let's Play Ben. Damit ist der Frieden in Numa City gesichert. Nun ja, leider ist es nicht ganz so einfach. Du bist zwar der Champ, aber ein Anfänger, wenn es um Detektivarbeit geht. Deswegen melde ich dich gleich mal für meinen patentierten Detektivkurs an, der da heißt, in 5 Schritten wird aus jedem trüben Nadeltasse ein super Detektiv. Ich rede mit dir. In 5 Schritten wird aus jeder trüben Tasse ein super Detektiv. Ja, ich rede mit dir. Das ist ein kurzer Titel. Ja, ein sehr kurzer Titel. Und wohl überlegt. Wenn du für den ersten Schritt in dein neues Leben bereit bist, sprich mich einfach an. Bist du bereit für dein Training, Let's Play Ben? Gut, dann erkläre ich dir, was zu tun ist. Du musst 5 Lebeer-Tickets finden, die überall in Illumina City verstreut sind, und diese zu mir zurückbringen. Das war's. Ich habe die Lebeer-Tickets mit Glitzerspray eingesprüht, damit du sie auch finden kannst. Und hier noch ein Tipp zur Güte. Im Notizbuch auf meinem Schreibtisch findest du Hinweise, wo sich die Tickets befinden. Also dann, Let's Play Ben, beginnen wir jetzt mit dem Training. Ich weiß, du wirst es schaffen. Was die Leute hier mal so viel reden, das ist alles Dichter und Denker oder was? Die hier haben Bücher gefrühstückt. Gut, hier ist das Notizbuch. Lebeers Notizbuch. Verbleib der Lebeer Tickets. Oh, jetzt muss ich mir mal aufschreiben. Und vergesse ich das hier wieder. Erstes im Pokémon Center neben der Plastrose. Okay. Plastrose. Das Pokémon Center. Nummer 1 ist hier, da blinkt jetzt ein bisschen. Das kann man mit der Kamera vielleicht nicht sehen, aber hier blinkt jetzt ein bisschen. Lesbe Ben hat ein Lebeer-Ticket gefunden. Das ist nur anhand kleiner Sternchen zu sehen. Deshalb. Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Dank deiner scharfen Beobachtungsgabe bist du auf dem besten Weg, ein Detektiv zu werden. Auf dem Zentralplaza im Turm der Illumina City erhält. Im Turm! Da blinkert's wieder. Lebeer-Ticket gefunden! Gut, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Raus geht's. Auf der Phoenix-Allee in einem Geschäft, in dem Medizin verkauft wird. Frühlingsallee. Gut, Medizin verkauft, Apotheke. Wo ist der Apotheke? Apotheke. Oh, hier ist die Apotheke. Da glitzert der Bell-Ticket. Noch 2 zu finden. Die kriegen wir doch auch noch. Am Notring im Erdgeschoss eines Gebäudes, das eine Schatzkammer der Kunst ist. Und das ist ein Rätsel für Museum. Das weiß ich schon. Museum. Wo im Museum liegt hier, das ist die Karte. Muss ich erst ein Ticket kaufen oder was? Jetzt muss ich auch noch 200 Poké-Dollar dafür ausgeben. Jetzt habe ich mir auch noch einen Audio-Guide gekauft. Na klar. Gefunden. Ja, neben der Dame hier. Gut. Noch zu finden eins. Gut. Museum war ich schon. Am Nordring, im Erdgeschoss eines Gebäudes, in dem die Leute sich ausruhen. Mal wieder ein Rätsel hier. Und ich ein Hotel, würde ich mal raten. Hotel Peak Fine.
Wenn man sich hier nicht ausruhen kann, dann weiß ich auch nicht. Da ist das letzte. Liebe-Ticket gefunden. Noch zu finden, 0. Ich gratuliere, du hast ein Ticket gefunden. Mach dich sofort wieder auf den Weg ins Lebert-Büro, sobald du alle 5 Tickets gefunden hast. Aber auch bis zu unserem nächsten Begegnung bist du noch im Training. Vergiss das nicht, Let's Play Ben. Gut, aber wie komme ich jetzt in zurück? Ich weiß doch nicht, wo war nochmal das Lebert-Büro? Ach, das waren alle 5. Gut, dann werden wir die mal finden. Später. Da sind wir schon. Das Lebert-Büro. Holen wir uns mal unseren Gewinn ab. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Lebert-Tickets. Ich gratuliere dir, Let's Play Ben. Du hast meinen patentierten Detektivkurs mit Erfolg absolviert. Der heißt, in 5 Schritten wird aus jedem trüben Tasse ein super Detektiv. Ja, ich rede mit dir. Das bedeutet, dass du ab sofort ein waschechter Detektiv bist. Freu dich. Yay, ich bin ein Detektiv. Ich darf dich also noch einmal herzlich bitten, sei mein Partner im Kampf gegen das Verbrechen. Ja, okay. Danke, Let's Play Ben. Du bist jetzt offiziell mein Partner. Dein neuer Arbeitsplatz ist das Lebert-Büro. Schicke dir eine Nachricht auf deinem Hololog, sobald wir einen neuen Auftrag reinbekommen. Gut, aber bitte nicht so schnell wieder. Ich möchte jetzt noch was anderes machen. Oh. Du hast meinen patentierten Detektivkurs in 0,nix absolviert. Das heißt, in 5 Schritten wird aus jeder trüben Tasse ein Superdetektiv. Ja, ich rede mit dir. Kurz IFSWAJTTESJIRMD. Du bist wirklich ein meisterlicher Trainer. Let's play Ben. Alle Achtung und Bravo. Der knifflige Fall, in dem ich gerade dran bin, ist mit der Unterstützung sicherlich kein Problem. Mit dir an meiner Seite wird die Gerechtigkeit für wahr siegen. Das verspreche ich dir. Und wir haben scheinbar einen neuen Job. Oder auch nicht. Gut, soll mir auch egal sein. Weiter geht's. Im nächsten Part geht's dann von Fractalia City Richtung Pokedorf, wo wir dann ein weiteres legendäres Pokémon finden werden und hoffentlich fangen werden. Ja. Gut. Aber erst im nächsten Part. Dann würde ich sagen, gebt dem Video einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben. Habt noch eine angenehme, fröstliche Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Adios. Haut rein.